Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Folge von Smite. Heute spielen wir Fenrir im Jungle. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, es wurde sich irgendwann mal gewünscht. Daher Fenrir Jungle Res. Mit das mit, hier drüben und ein paar Pots. So, es kann sehr interessant werden. Eigentlich wollte ich Mitte spielen, aber ich habe natürlich Mitte nicht bekommen, weil logisch. Der Ra ist, glaube ich, Russe oder sowas. Jedenfalls sieht man den Namen nicht, daher will ich jetzt nur vorstellen, dass er Russe ist. Jedenfalls ist es meistens so ein Russe. ja, und ich habe gefragt, ob ich Mitte gehen kann. Er hat gesagt, er hat nichts gesagt. Also ich wurde ignoriert. Sad life. Ich finde das Wolf, das Jaulen im Hintergrund sehr schön. Von meinem Musikteam. So, ich glaube, ich gehe meine 3 zuerst. Das müsste ich nicht mit drin. Cool, das ist das aus Smite Friends, aus dem Event. Okay, das ist an. Du bist ekelhaft, die tut mir leid. Also, Duolane tut mir leid. Dann ist es Vulcan Mitte, King Arthur Solane und PD Jungle. Also, es ist King Arthur gegen King Arthur. Okay. Kann interessant werden. So, by the way, falls ihr selbst irgendwelche Wünsche habt, welche Götter ich jetzt nicht spielen soll, gerne in die Kommentare. Jo. Also, ich nehme gerne alle Wünsche an, die mir geschickt werden. So, danke. War vielleicht etwas übertrieben von mir gerade. Es sieht nicht so aus, als ob King Arthur gerade zum Buff gehen würde. Daher mache ich jetzt auch mal schnell hier drüben. Ich habe vor kurzem Fenrir schon mal. Hört die Musik irgendwo mal auf? Oder ist die Musik ganz hier? Okay, da kommt er, sehr schön. Komm, es mal nochmal. Dankeschön. So, sehr schön. Ich skill meine 1 zuerst. Warte, I'm away. Kann ich bitte. Alter! Ich hasse das System. Also, dass es nicht mehr sofort weggeht. Wir kennen keinen, ich bin auf dem Weg. Be careful. It's a trap. Oh Gott, du bist so doof. Bitte nicht. Oh Gott, ich hasse dich. Idiot! Ja, awesome. Wieso verfolgst du den auch, Dude? Das hab ich null verstanden. Also wieso hat er den jetzt so weit verfolgt? Es war immer nur bescheuert. Ich mach dich schnell und dann, warte mal kurz hier drüben. Dann muss er verteidigen. Außer ich sterbe hier gerade gegen die Minions und was ist sonst alles, weil die Scheiße einfach 10 Milliarden Damage macht. So. Alter Minions. Ich nehme die Erfahrung mit und dann gehe ich kurz weg. Nehmen wir das mit. Ich glaube, ich gehe sofort auf Stacken. Ich nehme mein Ward mit. Oh Gott, das wird eine interessante Runde. Ich habe jetzt null verstanden, weswegen der Ra da die ganze so weit noch weiter reingegangen ist. Natürlich wollte ich helfen, aber das war einfach logisch, dass er dann sterben wird. So. Weil Pele, okay, Vulcan macht ihm einiges mehr Schaden als er einfach auch schon. Jedenfalls am Anfang. Und Pele war ja auch auf dem Weg. Also, keine Ahnung. Ich glaube, ich hätte sagen sollen, dass er gehen soll, aber ich dachte jetzt irgendwie, dass er. Dass es halbwegs logisch ist, zu gehen. Keine Ahnung. So, ich glaube, ich gehe gleich mal auf die Solo Lane. Und schau, was ich da machen kann. So. Tun wir das Ganze schnell und. Ja, ich setze mir keine Fähigkeit an, damit ich noch meine Stacks habe. Okay, jetzt bin ich auf dem Weg. Ich hab nichts zu sagen, ich hab den Stun, das ist das Einzige, was ich hab. Ach komm schon. That's too bad. Ich hatte irgendwie gehofft, dass er. Oh, hi Pele. Ja gut, da kann ich nicht helfen. Autsch. Okay. Awesome. Yo, das ist, läuft gar nicht gut. Das ist interessant. Ja gut, das war unlucky, dass ich schon... Wie hat sie schon ihre Ulti gehabt? Das ging ja schnell, what the fuck? Okay, sie hat da schon einen Kill. Na gut, sie hat einen Assist gehabt, ja, sie hat schon einen Assist gehabt durch den Raum. Es dürfte ein bisschen Erfahrung gegeben haben und wahrscheinlich auch dadurch, dass sie nicht weggehen musste. Wegen Mitte und sowas. Da, ja, und halt auch der Damage-Buff war auch schon, fällt mir, es sind ganz schön viele Dinge.
So. Das lief um einiges besser, als ich gestreamt hatte. Das Problem ist so, ich habe keine Ahnung, wo ich gerade hingehen soll. Weil jeder Lane außer die Duo-Lane hat Probleme. King Arthur stirbt da ganz gegen King Arthur. Geht back, obwohl ich hier bin, um zu helfen. Okay, der ging jetzt auch weg. Hier ist nichts. Verdammt. Hier ist genau gar... Was machst du da? Was macht Radar? Was hat geötet so? Das ist ein Primates, kann das sein? Ja, das ist ein Primates. Sie haben jedenfalls beide keine europäischen Namen, also europäischen Buchstaben, die man sehen kann. So. Aber okay, scheinbar ist Ra jetzt auf der Sodo-Lane. Interessant. Sag ich mal bitte die Erfahrung. Dann mache ich euch auf den Weg auf die Duo-Lane. Falls die nicht so hart pushen. Oder Mitte ist raus. Yo, Alter. Scheiße. Nein, danke. Wo ist da hinten? Yo, okay. Mal raus. Und zwar zwei Ults. Ich habe ein bisschen übertrieben. Ich glaube, ich hätte... Also ich habe sie losgelassen, weil ich ich habe keine Ahnung, wieso ich sie losgelassen habe. Ra ist hinten, Fafne fightet, sehr schön. Das sind das ist das, was man haben möchte. Ich bin auf dem Weg. Wieso steht er da einfach nur? Weil er geootet hat. So, ich hab was ist für ein Riegel gestorben? Ist er, ich weiß, Minions? Oh fuck. Hi. Das war interessant. Was baut er? Okay, geht auf Mage, also hat sich ihn angegriffen. Verdammt. Egal. Ich hab eh nichts getroffen. Ich habe eh nichts getroffen. Ich bin mal kurz auf dem Weg zum Damage-Buffen, hoffe, dass er noch nicht gemacht wurde. Ist es schon gemacht worden? Verdammt. That's too bad. That's too bad. Wir bräuchten ein paar Wards hier. Warte. Ach, komm schon. Okay, du hättest einen Assist haben können, aber... würde nicht der Plan. Ich finde es sehr sch... Oh, warte, ich ging... Okay. So, awesome. Okay, Pedi ist in der Mitte, ich muss weggehen. Ich gehe back. Ich gehe eigentlich instantly back. Oh, so, er sagt was, sehr schön. Nehmen wir dich mit zum Stacken. Gehen wir kurz rüber, oder nee, okay, das wird nichts. Dann mache ich kurz den Buff, gebe wieder back, hab dann meine Schuhe voll gekauft und dann schauen wir weiter. Ist ein bisschen blöd, also irgendwie, dass das Mitte und Solo wirklich nicht gut läuft. Das hatte ich mir besser erhofft, weil so habe ich jetzt mal ein paar Probleme, da durch nicht helfen zu müssen und sowas. Oder eigentlich nicht helfen zu müssen, weil ich nicht hinbekomme, da irgendwie groß zu helfen. Was gut für mich ist erstmal so, ist, dass die Gegner zwei Mages haben. Also vier Götter, die sehr squishy sind. Weil der Anubis geht nicht auf Tank, der Anubis geht auf Damage. Und wenn ich den Anubis jetzt immer wieder mal rausholen kann und er doch erst Schuhe gekauft, sozusagen das dumme Bild von, das man machen kann. Die meisten Anubis gehen nämlich instant auf Lifesteal. So. Ach komm schon. Bitte killt sie noch. Komm schon, awesome. Da ist mein Speedbuff weg leider, aber egal. Es wird schon noch. Okay, er geht unter den Tower mit dem... Okay. Wenn jetzt ein Russ vorbeikommt, wird das ein kleines Problem. Aber... Komm, was machst du? Okay, egal. So, nehmen wir das mit. Ach, ein Anubis ist da unten.
Kann ich noch helfen? Bitte stirb nicht, bitte stirb nicht. Oh, ja, gut. Ich bin auf dem Weg. Wenn er ihn noch irgendwie ein bisschen slowen kann und nerven kann, dann bin ich gleich da. Aber ich bin mir richtig, dass Pili gleich da ist. Ja. Das ist eine Falle. So. Er hätte ihn jetzt nicht nehmen müssen, muss ich jetzt mal so sagen. Aber er hat's getan. Wieso habe ich zweimal Awards gekauft? Also zweimal normale Awards, das macht keinen Sinn. Na komm schon, bitte heil mich doch oder sowas. Du hast doch auch Medi- das Shield dabei, aber hatte Majors Shield schon eingesetzt? Ist es Majors? Nee, Magic Shell. Aber ich natürlich sterben jetzt alle. Hat er Shell? Also, würde ich gerne wissen. Ich finde es cool zu sehen, wie es mit Kudan und sowas aussieht. Mein Buff, wie? Ach komm schon. Nein. Bitte halt sie auf, ich bin auf dem Weg. Das musste sein. So, der hat mir Buff gestealt, daraufhin muss ich sterben. So. Ach komm schon, greif doch mit an, Mann. So. Dann clearen wir kurz. Ja, da ist der Damage Buff weg. Das schnell. So, ich habe keine Ult mehr, aber ich mache mich auf den Weg. Darüber. Hab da auch kein Speed Buff. So. Gank right lane. Uff. Ich bin auf dem Weg, wo ist der? Ah, du bist der, war halbwegs low. Na gut, sagte er und er war es nicht. Ach komm schon, wieder ist der ganze Deck. Ach komm schon. Na. Was mache ich hier bitte? Das ist keine Ult mehr, verdammt. Oh, wieso bin ich noch reingegangen? Das war dumm von mir. Ich hätte einfach rausgehen sollen. Ich soll einfach gar nicht reingehen, ich hätte einfach sehen sollen. Oh ja, hier, tschüss. Kauf der Anti hier. Noch nicht, aber mal schon was nächstes Item ist. Ja, die haben sehr viel Healing. Ich nehme nochmal. Wieso habe ich zwei davon? Das nervt mich. Wäre jetzt schön zu wissen, dass wer. Zu wissen, wer wo ist, so. Weil die Gegner sind sehr viel unterwegs. Ich bin erstmal auf dem Weg zu meinem Buff. Was macht Ra da hinten schon wieder? Der geht wieder auf die Seite. Einfach nur stupid. Oh! Was ist das? Was zur Hölle ist das? Was zur Hölle ist dieser Typ einfach? Er geht einfach zu Solalane, wenn alle gerade bei der Goldfree fighten. Er macht sich den Weg von Mitte rüber zur Solalane zu laufen, um einfach nur einmal kurz eine Fähigkeit hinzuhauen und dann wieder zu gehen. Das ist einfach nur dumm. Ich hasse solche Spieler. Und dann auch nicht in kommunizieren oder sowas. So, hier hast du einen Kackbuff. Ich hasse solche Spieler. Das ist halt richtig nervig. Nicht kommunizieren, nichts sagen. Einfach nur rübergehen, dann noch nicht mal irgendwas reißen, einfach nur dumm sein. Es ist halt. Ach Gott. Und das passiert einfach so oft. Und dummerweise sind es immer die Spieler aus, irgendwie, die Namen haben, die man nicht lesen kann. Gank left lane. Fall into the shadows. Ach, hallo Pele. Nice.
Ich bin gerade übertrieben toxisch, sorry. Was nervt mich? Also sowas nervt mich einfach hart. So unnötig. Das ist eine Falle. Sehr schön. Habe ich das bekommen? Ne, habe ich nicht mehr. Schade. Uff. Rasen wieder gestorben in der Mitte? Ja. Und da ist er raus. Bist du gleich raus? Nein. So, ja, da bist du jetzt gleich raus. Uff. Ich nehme mal, helfen die Jungs mit. Ja, genau, irrt mehr. Das ist gerade eine richtig kacke Runde. Ich dachte, sorry. Ich dachte, oh ja. Eine schöne kleine Runde. Ach komm schon, wo sind, okay, ich bin so tot. Okay, adios. Welcher folgt? Ich hoffe mal nicht. Ach komm schon. Oh wow, das hat mich durch die Wand getroffen. Logisch. Ja, das ist nice. So. Ich find's einfach geil, du musst einfach nur auf die Lane, also auf die Sachen schauen. Hui 1.5, King Arthur 1.3 ist noch okay, aber Ra einfach 0.8 geht dann immer wieder auf die Solo-Lane, weil logisch. Ich hab keine Ahnung, was hier abgeht, im Ernst. Ich habe schon auch ein paar Fehler gemacht und auch blöde Fehler, wo ich einfach dann auch zugestorben bin. Aber es ist halt einfach so, wenn man auf den größeren Bereich drauf schaut, was insgesamt passiert ist, ist es einfach unglaublich, wie krass einfach die ganzen Lanes einfach hart verkackt haben. Spezifisch Mitte. Das ist einfach so nervig, sowas muss halt nicht sein. Und ich mache halt einfach auch Schaden, ich mache verdammt viel Schaden. So. Lass uns bitte irgendwas gegen den machen. So. Oh, ich hab was gegen ihn. So, einfach mal ein bisschen durchziehen. Das sind so nervige Situationen. So, aber ich finde Wards nicht schlecht. Oh, Gott. Ein bisschen Lifestyle bitte. So. Sag mal, Speedbuff fliegt wieder. Ah, es wäre da endlich. Ich habe mal den Buff gemacht. Auf der Solo-Lane fehlt der King Arthur gerade, ich weiß nicht ganz, wo er ist. Er sagt ja auch nichts. So. Die Frage ist gerade mal so, sind die alle pre-made? Wäre mal interessant zu wissen. Also der Pfaffen ja scheinbar nicht, weil der schreibt noch. Weil die restlichen, die einfach gar nichts sagen. Gank Middle Lane. Ich kann einfach killen, instant wieder. So. Wir müssen mal die Tower angreifen. Oder auch nicht, weil wer braucht schon. Das war doof. Oh fuck. Na gut, bye bye. Ja. Sounds like your homies could use some help. Ja, keine Wisse, sind irgendwie alle gerade einfach kaputt so. Lol. Keine Ahnung, also ich weiß nicht. Das sind, wie auch vorhin schon gesagt, sind einfach blöde Situationen. Ist ein blödes Game einfach so. Von wegen, wie einfach alle so spielen. Wir haben einfach probiert, irgendwie noch zu helfen. Es fällt ihm auf!
Es fällt ihnen einfach auf. Es ist unglaublich. Bisschen Primate. So. Kommt was raus und ich hab Ultimate. Na komm schon, scheiße. Oh Gott, das ist eine Ult gewesen. Na komm schon. Ach du Kacke. Sind ja alle okay, ja. Oh, noch nervig. Und tschüss. Das Traurige ist so, er hat noch nicht mal einen Kill oder sowas. Er könnte jetzt so einen Kill bekommen, aber das sieht gleich nicht so aus. Nee. Was kauft er? Der hat gestackt ein drittes Item, obwohl er schon komplett unten war. Ja. Mal schauen, wie der Damage am Ende aus. Ja. Was kaufen? Glaube nicht. Vielleicht kann der Pfaff nur irgendwas rausholen, aber ich glaube nicht. Oh lol. Was macht der Typ? Also, der Typ ist komisch. Das war resettet. Sie können noch einen Kill rausholen, wenn sie. Also, sie können halt noch killen, wenn sie uns weglassen. Wann haben die Uniflüge gemacht? Interessant. Gott, die Runde zieht sich und zieht sich. Also, ich bin mir. Ich glaube, ich bin mir recht sicher, dass wir keine Chance mehr haben, aber es kann sich alles noch verändern. Hatte auch schon mal Games, die sich komplett verändert haben, weil einfach mal ein paar gute Teamfights gespielt wurden. Ich weiß nicht, wieso ich jetzt nicht hingegangen bin, aber ist das auch egal. Oder doch. Ich wollte gerade sagen, ich vertraue denen, dass sie noch einen Kill rausholen, aber. Oh, Ratenkill, oh mein Gott. Auf dem Weg. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob wir ihn fighten sollten, gerade mal so. Ja, eine gute Idee. Ach komm schon, natürlich hat sie ihn. Oh, wir hätten einfach einmal mehr getroffen müssen. Er hat einen Tower gekillt. Und ist gleich zu. Hilfe! Das ist einfach. Das war eine Clan-Parade. Das ist einfach nur traurig, dass er abgeht. Uff. Also ich frage mich mal. Ja gut, ich keine Ahnung. Man kann immer solche Games haben, man kann immer mit solchen Leuten spielen und ja, das ist normal, dass man sowas auch mal bekommt. Oder auch immer wieder bekommt. Das ist halt nur. Ich frage mich nur immer, wie solche Leute so weit kommen. Wie solche Leute das Level bekommen und vielleicht auch, ich weiß nicht, ob es irgendwas mit Elo zu tun hat oder sowas. Wie man da mit solchen Leuten zusammen in ein Team gepackt wird, finde ich immer noch besonders so. Vera ist gerade Solo-Lane, ich bin gerade Mitte, Fafnir fightet. Ich hab jetzt nicht. Oh fuck, ich bin. Da sollte ich rausgehen. So. Das erste Wort von King Arthur. Ah, lass mal, junge Dame, lass mal. Ach komm schon, ich war dumm. Wieso bin ich da dran gegangen? Ich hätte, also, keine Ahnung. Ich wenigstens nicht voll gekauft. Das ist halt, keine Ahnung, also 1.13 ist halt wahrscheinlich 1.10, was blöd ist. Das wird sehr blöd. Ja, keine Ahnung. Das ist halt, ja. Das ist halt nicht mal mehr irgendwie eine schlechte Runde. Es ist einfach, 24 Minuten ist nur gedauert, wow. Und wenn ich es noch nicht mit Rad reporten.
Er hat's probiert. Kann ich bitte was schreiben? So, ja, 19.000 Schaden. Nur raus, dass King Arthur so viel Schaden gemacht hat. Aber einfach, ja, keine Ahnung, Alter. Es ist halt einfach nur traurig, so. Von wegen, wie alle gespielt haben und sowas. Ich hab noch halbwegs probiert. Ja, gut, ich bin ganz schön traurig, also ganz schön unten, leider. Hab irgendwie halbwegs probiert, um was hinzubekommen. Stimmt mir natürlich noch recht oft noch dazu. Wenn man irgendwie noch reingeht und probiert noch Kills rauszuholen. Ja gut, ich hab wirklich nicht perfekt gespielt, also auf gar keinen Fall. Aber ich hab probiert zu spielen. Im Gegensatz zu, Ra. Oder auch Hui. Die waren halt komplett Brain AFK. Sehr interessant. Okay, dann würde ich mal sagen, ich hoffe, euch hat es mir gefallen. Abonniert, falls ihr getan habt, das geliked da. Habt ihr auch mal wieder solche Runden, wo einfach Leute wirklich einfach AFK sind so vom Brain her? Wahrscheinlich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht passiert sollte. Ja, okay, keine Ahnung. Dann passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.